Hallöchen, meine Lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Punball. Ein paar Tage später, so weit ist es gar nicht gewesen. Zwei Tage später, zweieinhalb Tage später, habe ich ein bisschen was Neues zu bekunden. Und zwar habe ich Stufe 6 Nebelwald geschafft und Stufe 7 extremer Schnee. Ist tatsächlich nicht so schwierig gewesen. Es gab nämlich keine neuen Gegner und ich musste einfach nur Luck haben, was die Skills anging. Nebelwald hat's da halt, ich glaube wahrscheinlich wieder den Boss hier hatten wir wieder, einen Heiler-Boss, und bei extremer Schnee Stufe 7 hatten wir wieder den als Boss mit irgendwie 1,2 Millionen Leben. War tatsächlich sehr hart gewesen, fand ich. Erstiegener Schnee habe ich auch schon gespielt. Das ist immer so, wenn ich auf dem Klo bin oder so, ich bock irgendwie ein bisschen zu spielen, gerade auf dem Handy. Das ist halt ein bisschen einfacher, finde ich, als am auf BlueStack, so mit der Maus, wie ich hier spiele. Deswegen war es da chillender, also auch schon bis 35 gekommen. Das Problem war einfach da, ich hatte kein Damage mehr gehabt und deswegen müssen wir jetzt wieder ein bisschen investieren. Wir bekommen jetzt 220 Gold, 220 XP die Stunde. Das ist schon echt viel, muss ich sagen. Na. Und wir haben jetzt mittlerweile 2000 Gems wieder und 67.000 Gold. Das heißt, wir können uns wieder ein bisschen Zeug mitnehmen. Einmal für 5 Tage haben wir schon gemacht, einmal für 6 Tage haben wir schon erledigt, einmal für 7 Tage sogar schon, also waren es doch 3 höher gewesen. Vor 14 Uhr, ich glaube 14 Uhr ist der Reset immer. So, Stufe 6 absolviert, Stufe 7 absolviert. Wir haben auf Level 15, was ist Level 15? Ach, keine Ahnung. Und wir haben 50 Mal den Stufenkampf gestartet. Und das nächste wäre dann 100 Mal den Stufenkampf starten, okay. Ein bisschen schwieriger. Wir haben nämlich auch noch das Event in dieser Tüte hier, ne? Seht ihr das noch? Stufe 6 haben wir absolviert, Stufe 7 haben wir absolviert. Und den Tag 2 erreicht Level 15 haben wir geschafft. Tag 3 haben wir ausdrucksreich Level 10 geschafft. Tag 4 leider gar nichts. Das ist die Punkkisten gewesen. Das ist etwas schade. Tag 5 haben wir neu bekommen und Tag 6. Und Tag 5 und 6 sind neu. Einmal von 5 Tage 600 Monster gekillt, 1200, 2800, 2400 und ein erweitertes Talent. Zwei erweiterte Talente. Und wir müssen auf jeden Fall noch ein paar mehr Gegner killen. Und Anmeldung für 6 Tage. 10.000 Münzen, 50.000 Münzen, 100.000 Münzen und 1.000 Edelsteine rausgeholt. Genauso wie 2.000 Edelsteine. Und damit kriegen wir auf jeden Fall noch die nächste Kiste. Mit 200 Gems und 20 Rollen. Ja. Und dann sind wir schon fast bei der 700. Die will ich natürlich noch gerne erreichen. Ob ich das schaffe? Gute Frage, oder? Ich bräuchte jetzt noch 140. Das wird gefühlt nicht möglich, oder? Scheiße. Na gut, Grundtalent kriegen wir auch nicht mehr hin. Brauchen wir ein höheres Level dafür? Nee, das werden wir leider nicht kriegen. Das ist schade. Ich werde natürlich mein Bestes geben, selbstverständlich. Aber wenn es nicht möglich ist, ist es nicht möglich, oder? Das ist sehr schade. Wirklich sehr schade. Wir haben auf jeden Fall 2700 Gems. Wir können damit halt theoretisch noch Punkkisten öffnen. Gratis in 3 Tagen. Habe ich die Zähne hier? Nee. Enthält 10 Super-Punk-Kiste. Das ist halt das, was wir ohne das Relikt hatten. Ich glaube, ich sollte auf den Event warten, tatsächlich, ne? Wo wir wieder mehr Chancen haben, denke ich, oder? Mindestens eine epische, so wie ich mein Glück kenne, ist es wahrscheinlich wieder die Rüstung oder die Waffe. Wir haben eine 0,5%ige Chance, epische Ausrüstung zu kriegen, aber ich glaube, das ist genau die gleiche Droprate wie bei dem anderen, ne? Oder schwierig. Egal. Erstmal habe ich gesehen, dass wir bei den Offline-Rewards auch diese erweiterten Punkte kriegen können. Ja, ich weiß noch nicht wann, das ist absolut random scheinbar. Aber wir können es tatsächlich bekommen, das ist sehr cool. Okay, nochmal High-Effekt plus 20. Angriff plus 20. GP plus 100. Angriff plus 20, GP plus 100. Und nochmal Nahkampfschaden minus 150. Sehr nice, haben wir jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Gold übrig für das nächste. Dann wir können hier gucken, ja, haben wir wieder ein paar Dings erledigt. 40 Talente erhalten. Aber ich würde es gerne hier, ne, haben. Leider ist hier nichts. Nix, ne? Nix, was ich machen kann. Schade. Ja, ich könnte die Punkkästen jetzt öffnen. 10 Stück. Wie gesagt, 0,5% Chance auf epische Relikt-epische Ausrüstung. Schwierig. Aber wir kriegen ja 10 dafür, ne? Statt 250 zahlen wir nur noch 8. Ja, das ist halt genau das gleiche, ne? Und hier kriegen wir halt gleich für 10, kriegen wir halt günstiger, ne? Die Super-Punkers, let's go. Was soll der Geiz? Eine hypnotische Robe. Genesungsstiefel. Liebesarmschoner. Müll. Müll. Jacks Armschoner.
Ein Werwolfring, okay, immerhin. Mutzauberstab. Na, noch ein Jacks Arm schon, da wäre ich ganz zufrieden mit. Ja, ist okay. Ja, ich denke, damit kann man vielleicht ein bisschen was machen. Ja, ist okay, ne, ist immer in Ordnung. Dann können wir die Zauberkrone austauschen gegen eine. Was macht die? Ach, eh nix. Chance bei Töten von Monstern auf brennendem Bereich der 2 Runden lang leichten Schaden zufügen und GP plus 10%. Let's go. 600 HP, wie viel hatten wir hier? 518, haben wir einfach schon ein bisschen mehr. Sehr nice. Und dann bekommen wir gleich noch ein bisschen die 72 HP jedes Mal. Das ist schon krass. Dann können wir gleich noch ein bisschen die Stats verbessern auf 1032. Wir haben einen neuen Zauberstab. Schaden für einen Angriff von Monster plus 50%. Wir haben hier, nee, ich finde das schon ganz gut, den Blitzzauberstab. Der Rest ist leider nicht so gut. Wir haben einen Werwolfring. Alle Heilung von Monstern verursachen statt 25% Schaden. Das heißt, statt sich zu heilen, schädigen die sich immer, ja. 96 Attack, der hat bestimmt schon mehr. Na, hat er noch nicht ganz. Aber damit mehr. Ist okay. Das ist cool, ja. Statt sich zu heilen, müssen schädigen die sich jetzt immer jedes Mal. Ist ja voll nice. Sehr praktisch. So, dann haben wir noch Genesungsstiefel. Am Ende der Runde werden 1% der GP wiederhergestellt. Ja, auf jeden Fall mit. An sich einfach schon, na, noch nicht ganz besser, aber gleich wird's besser. So, wie viel? 60? 50 HP pro Level up. So, so, so. Jetzt sind wir schon bei 700. Besser als das Ding mit 600 noch was, oder? 600? 440, okay. Tja, na, die Rüstung kann ich auch auf 10 machen. Kombinieren kann ich derzeit immer noch nichts. Fehlt halt noch ziemlich viel, das kann ich auf 10 machen. Naja. Sind wir auf jeden Fall bei mehr HP und mehr Attack. Ich weiß nicht, wie viele wir gerade hatten. Trage 4 Seiten Ausrüstung. Trage 5 Seiten Ausrüstung. Trage 6 Seiten Ausrüstung. Es sind nur noch 80, Leute. Das kriegen wir doch irgendwie hin, oder? Diese epische Ausrüstung haben. Es sind nur noch 40. 40 Punkte. Das sollten wir wohl hinkriegen. Das schaffen wir nicht mehr, das schaffen wir auch nicht mehr. Ah, mit Glück schaffen wir das noch. Punkkisten öffnen kriegen wir nicht mehr hin. Wir kriegen noch mindestens 20 Punkte. Das ist eine Scheiße. Tja, das wäre schon mal eine geile Sache, ne? Dieses Ding anzutragen. Statt dem hier. GP plus 10%. Was würde das Ding machen? Aber halt nur auf lila, ne? Ach, so gut ist es halt doch wieder nicht. Wobei, jede Runde Schild mit 5% CGP ist schon krass. Das hätte schon was. Vielleicht könnte man doch ein bisschen investieren. Ich weiß nicht. Mal gucken. Wir haben auf jeden Fall nicht mehr viel Zeit, ne? 840 haben wir. Wie gesagt, wir werden erstmal die Gegner killen. Lass uns da... Achso, wir können hier noch ordentlich auch noch was mitnehmen. 20 Gems und Schlüssel. Was kriegen wir hier? Ich würde erstmal gerne... Erstmal mit den entstickenden Schnee einfach mal reinhauen. Und schauen, wir kriegen da dann wieder nur 440. Ist okay. Wir kriegen eine Rückenstichkugel, finde ich besser. Werden wir mal die nutzen. So. Ja, gerade wenn noch keine Dings da sind, da muss man jetzt nicht unbedingt. Oh, na, da seht ihr den brennenden Bereich, der Schaden verursacht. Na, ich hätte eher die Kugel holen sollen. Mhm. Kann ich jetzt die Kugel holen? Ding, ding. Na, solange halt noch keine nervigen Gegner sind, dann kann man das schon mal ruhig machen. Dass man erstmal noch nicht primär kämpft. Aber dann haben wir schon den ersten nervigen Gegner. Ah, ich habe den Skin nicht bekommen. Das ist ja nervig. Ah, das ist ja ätzend. So, holen wir jetzt hier mal. Ding, 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 ding. Raketenkugel. Pschu, pschu.
Dim, dim, dim. Na, nehmen wir die noch mit. Ja, wichtig ist auf jeden Fall, Kugeln sich ranlachen und diese hässlichen Erbsen-Shooter killen, ne? Warte, kommen wir schlecht durch die ganzen Dinger durch. Ja, das hat schon mal ein großes Problem, weil wir einfach nicht weiterkommen. Nicht durchkommen. Wir können hier versuchen. Ah, leider haben wir noch zu wenig Leben, ne? Die können wir leider... Die killen wir leider noch zu schnell. Wir sind tatsächlich noch zu stark. Das ist ein... Das ist was Schlechtes tatsächlich. Und wir stellen uns auch immer wie der letzte Mongo auf irgendeine Position hin. Und das ist einfach manchmal super schlecht. Na, können wir hier gucken. So, in der Hoffnung, wir treffen das. Aber wir kommen halt nicht weiter vor, weißt du? Nicht unbedingt weiter vor. Wir haben einfach drei Kugeln, die hier rumliegen. Die können wir uns mitnehmen. Und sogar noch ein Skill. Verschwindet wahrscheinlich gleich sogar, wenn ich nicht rechtzeitig nehme. Okay, das Ding hat einfach immer noch mehr Leben. So, möchte ich das da bitte killen? Ja, wir haben leider diesen Rückstich, diese Rückstichkugel, was ich nicht so cool finde. Todesraketen auf jeden Fall, wenn Gegner gekillt werden, werden Raketen rausgehauen. So, wir werden mal das hier nutzen. Ding, 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 ding. So, das sieht auch schon mal ein bisschen besser aus. Diese Juno-Dinger würde ich ganz gerne nach da unten killen. Damit sie eben nicht mein Leben kaputt machen. Naja. Eine Blitzkugel, danke. Ich liebe ja Blitz, ne? Also ich finde die Blitz-Kombination einfach ultra delicious. Also Blitz sind wirklich meine Lieblingskombo hier. Ja, hat leider nicht viel gebracht, schade. Ihr seht, ich habe kaum Damage, ne? Mein Schaden ist auf jeden Fall nicht so unbedingt die Yellow from the Egg, sage ich mal. Oh. Dann schauen wir mal. Ah, ja, sehr gut. Da oben lang. Sehr schön. Ne? Immer wieder Kombos reinhauen. Aber wie gesagt, ich mache halt keinen Damage. Und die haben einfach... das Schwierige ist halt, die kriegen halt immer mehr Leben. Ne? Läuft alle 40 Kombos einen Blitz ab. Und mein Schaden wird jetzt nicht unbedingt höher. Außer natürlich, ich verbessere jetzt meine Ausrüstung extrem. Leider ein Problem, ne? Weil die einfach viel, viel, viel mehr Leben kriegen, als ich schnell mein Damage pushen kann. Also ich krieg die nicht mal down, Alter. Ich habe alle drauf geballert, ich kriege die nicht down, ne? Abartig. Da weiß ich nicht, was ich sagen soll, ne? Ich werde mich leider der nächste gleich nochmal angreifen hier vorne, wobei ich kann hoffen. Na schade. Ah ja, nice. Aber leider fliegen sie wieder zurück, sehr ärgerlich. Oh, sie fliegen wieder hoch, nice. Und dann fliegen wir wieder zurück, sehr ärgerlich. Oh, sie fliegen wir hoch. Ne, doch nicht. Ah, ich liebe diese Splatter-Dinger da, diese kleinen Äuglein. Ah, das ist natürlich doof. Ja, ich bin halt nicht mal zum Boss gekommen, weil sie mich einfach vorher gekillt haben. Du kriegst einfach die Gegner nicht so schnell down, wie sie eben nachkommen, ne? Und du musst halt mit den Skills halt echt krass Glück haben, ne? Ah, schon. So. Naja, wird nicht funktionieren. Naja, vielleicht leider direkt wieder zurück. Kombo Feuer, Kugelwerk. Kombo Feuer, Kugelwerk, bla, bla und so weiter. Leider stehe ich immer noch so extrem bescheuert. Kannst du den bitte killen? Feuer, danke. Na, das war schlecht. Das war so richtig schlecht, ne? Weil ich stehe mal wieder der letzte Mongo auf dieser Seite. Was ist denn da los? Warum komme ich denn nicht mal rechts, damit ich hier ein bisschen besser hinschießen kann? Danke. Das geht doch. Aber jetzt ist der eh gleich tot. Ich muss da wahrscheinlich eh durchballern. So. So muss das sein. Aber die fliegen natürlich direkt alle wieder zurück, Alter. Die fliegen alle wieder zurück. Und die machen halt 5x 140 Damage oder so. Das ist halt super. 170 sogar. Natürlich wird sich da jetzt einer reinstellen. Okay, ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Leider fliegen sie gleich wieder in einem hohen Bogen zurück, ne? Das ist wie so ein Spiegel. Na gut, das war's eh gewesen. Also ich komme jetzt nicht mehr so hoch, wie ich es bei meinem Klo-Versuch geschafft habe.
Also das Spiel ist schon echt hart, muss man sagen. Ich muss aber sagen, ich finde es besser als Archero. Weil du hier mit einem höheren Level automatisch mehr Talente freischalten kannst. Na, bei Archero musstest du ja... Du musstest dir das einzeln freikaufen. Du hast halt random einen Reward bekommen, was die Talente anging. Das fand ich halt nicht so cool, muss ich gestehen. Pff, ja gut, die haben es jetzt eh so reingestellt, dass ich da nicht mehr durchkomme. No. Geblockt! Na, ja, das war's. Aber ey, auch wieder bis 35. Okay, muss man sagen, ich hab's auch wieder bis 35 geschafft. Das war's dann aber wieder, leider. Ja, schade, ich weiß halt nicht, wie man das dann downkriegen soll, ne? Ich meine, die haben 100.000, 115.000, nehmen ist nicht wenig. Immer bis 36 ist schon ein neuer Rekord, glaube ich. Und das finde ich halt nicht so schön, ne? Dass die so krass, so schnell viel 121 hat er jetzt, 123.000 Leben. Da kriegen einfach in einer Runde 8.000 Leben dazu. Und wieder 7.000 Leben dazu bekommen. Uncool, ne? Sehr uncool. Ach, der ignoriert es immer wieder. Und tot. Ja. Ja. Schwierig zu sagen. Wir werden auf jeden Fall regelmäßig trotzdem die Daily Login und so weiter mitnehmen. Ich muss sagen, Daily Login Rewards und so weiter ist schon echt cool. Das Schwein ist auch wieder bei 2.500 voll. Was mich halt natürlich gerne reizen würde, ist auf jeden Fall das hier, ne? Das kriege ich halt leider nicht. Wir können natürlich versuchen hier noch, wenn wir mal ganz kurz hier einfach nur zack, dass wir hier einfach rausgehen. Nur, dass ich nichts gewinne, ist in Ordnung, aber ich krieg Waste hat die Energie nicht, falls es hier welche gibt, ne? Wir nehmen einfach erstmal alles mit. Haben wir nämlich dieses Ding da, ne? Schlüssel haben wir noch. Wieder so ein Ding. Das ist ja auch wichtig, dass wir die mitnehmen. Hätten wir vielleicht mal vorher machen sollen, ne? Ich trottel. Wir sind schon wieder bei 1000 Gems, ne? Schon krass. 8,25, mhm. 47 von 30, ja gut, dann ist es halt so. Wir können einen Schlüssel nutzen für die epische Punktkiste. Hilft nur nicht viel, ne? Kann ich hier draufklicken nochmal? Ne, natürlich nicht. Ja, müssen wir kurz noch alles mitnehmen. Die ganzen einzelnen Items. Ah, Jax Arm schon einen grün bräuchte ich. Grün-blau. Damit ich ihn merchen kann. So, was haben wir sonst noch so? Wir haben hier natürlich einen anderen kombinieren können wir noch was. So, kombiniert. Dass es auch nichts kostet, finde ich auch sehr nice. Ne? Dass das wirklich for free ist. Das gefällt mir sehr gut. Dass es nichts kostet an Gold oder Schrift oder so, weißt du? Ja, upgrade es ab. Wir können unsere erweiterten Talente mitnehmen. 1% Chance, 10-fachen Schaden zu versorgen. Ja, hätte ich mal vorher machen sollen, ne? Und jetzt? Wert euch auch so ein plus 5%. Oh, das ist aber viel. Ja, wenn wir jetzt 240, dann kriegen wir halt. Schau mal. Nächste wäre Schaden am Boss plus 10% für 4 Punkte. Okay, wir haben die Werte hier bekommen. Hier sind sie auf jeden Fall nicht drauf, aber hier sehen wir die Werte. Wenn ich das jetzt zum Beispiel mal ablege, 160 an die Panne, hier ablegen. Ah, okay, der zeigt mir nicht an, was es ist. Okay. Na gut. Es sind 168 oder so gewesen, ne? Eieieiei. Okay, was haben wir hier? Ach komm schon, ist doch nicht dein fucking Ernst. Das ist doch nicht dein Ernst! Ah, wir müssen noch 3000 Monster kennen, haben wir es aber geschafft. Sehr nice. Es geht noch. 21 Stunden das Event. Also, ich werde es gleich nochmal ranschnippeln. Ich denke, ich werde jetzt einfach ein paar Gegner killen. Sollte ja nicht so lange dauern. Und da wir natürlich Monster farmen müssen, werden wir das hier nehmen, um das einfach mal eben zu machen. Und ja, dann, schade. Holen wir uns gleich das Reward, den Reward. So, nachdem wir einmal 60 Level durchgespielt haben, kriegen wir echt extrem, Ich habe so ein Ding bekommen? Why? Hast du gerade gesehen, wie viel ich bekommen habe? Holy shit, Alter. Erstmal sowieso 3000 davon allem und dann halt noch ultra viel. Ich habe so ein Ding bekommen, ja, wie geil. Guck mal, wir haben auch noch Level 12. Reicht das vielleicht auch schon?
Ach, geil. Haben wir geschafft. Möchte das doch nicht mehr reinziehen. Her damit. Cool, also noch 155 Monster hätte ich killen müssen. Dann doch nicht mehr notwendig. Ich habe einmal so eine epische Ausrüstung bekommen, die jetzt halt nicht so geil ist. Oh, aber 108 pro, oh, das ist aber echt viel. Ja, das ist wirklich viel. 1332, tatsächlich noch ein bisschen mehr. Und wir kriegen halt nur, ne, das ist jetzt nicht so gut. Wir kriegen sogar noch 5% mehr, nice. Und nochmal 300 HP dazu. Mega gut, Relikt epische Ausrüstung bekommen. Ja, ich fand das mit dem Zurückschlagen jetzt nicht so cool. Ja, mega gut, oder? Haben wir geschafft? 10.800 kommen wir leider nicht mehr. Das wäre natürlich auch eine mega coole Sache gewesen, der Poseidon-Stab. Aber gut, kann man nicht alles machen, wa? Wir werden auf jeden Fall, das war unser erstes Event, das wir mitgemacht haben. Jetzt habe ich erstmal wieder Zeit zu farmen, ganz entspannt. Ich werde auf jeden Fall öfters mal das hier durchmachen. Ich weiß nämlich nicht, ob ich dadurch öfters diese Dinger bekomme. Für die erweiterten Talente, ne? Weil ich finde die erweiterten Talente schon ziemlich stark. Ah, das ist noch nicht so wichtig. Geblieb ist das jetzt auch nicht so wichtig. Aber das hier wäre halt ganz cool, ne? Monster-Mond-Angriff plus 50%, 10% Schaden zu dieser Kugel. Ausrüstung, ne? Irgendwann haben sie nicht mehr so viele Talente eingebaut. Für normale Kugel sich in Spezialkugel zu verwandeln. Wie teuer ist das? 15! Ja gut, das muss also irgendwann zu erfarmen sein, ne? Ja, ihr seht, es gibt unheimlich viele Level. Die werden wir auf jeden Fall alle bekommen, indem wir einfach idlen, ne? Bis 100 geht es. Alter, ist das Wahnsinn. 600.000 Gold kostet es. Alles klar. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein Ziel. Das nächste Event ist ja hoffentlich gleich direkt danach. Schauen wir mal. Haben es gut geschafft. Auf jeden Fall bis zu 700. Finde ich gut. Gerade so, wir mussten noch nichts ausgeben. Sehr gut. Also ich musste kein Geld ausgeben. Das war cool. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, meine lieben Freunde von Punball. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde jetzt noch ein bisschen öfters Big M Party machen. In der Hoffnung, ich werde kriege halt wirklich diese Kugel. Ich mache auch mal andere. Vielleicht mache ich auch mal andere durch, weißt du? Vielleicht Nebelwald, wo halt 40 Stufen so sind, ist ein bisschen einfacher, weißt du. Ich guck mal, ob ich herausfinden kann, ob jedes Mal, wenn wir was durchspielen, immer wieder so ein Ding bekommen. Das wäre natürlich ganz cool. Wenn nicht, ja, das hat nur Zufall gewesen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder von Punball. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.